Viviana? Boah, Viviana, boah, das ist aber auch geil. Boah, Viviana ist aber ein schöner Name. Nein, noch nie. Boah, Viviana. Ach, wollen Sie diese Frau Viviana heiraten? Boah, geil. Und dann noch aus Zimmern. Das ist ja. Ich will nicht wissen, wofür OR steht. Ja, aber offensichtlich rektal. Ja? Aber. Sehr geil, Vicky, der Witz ist sehr geil. Wenn du in einer Familien-WhatsApp-Gruppe fragst, ob dich jemand vom Bahnhof abholen kann und nur dein kleiner Bruder antwortet, ja, aber zu Fuß. Aber, sehr geil, sehr geil. Ich glaube, das haben viele Leute schon mitgemacht, soweit. Ja. Hättest du mal gestern angerufen. Celine Pötschke aus Aldingen. Ist das richtig? Wie viele Kilometer? Letztes Mal geil. Wie viele Kilometer? Halbe Stunde. Das ist auch so geil. Ja? Ja, du fährst Auto. Oh, guck mal, wie viel du fährst. 45 Minuten. Pass mal ein bisschen auf hier. Ich wurde letztes Mal mit anderthalb Stunden geblitzt. Kommt ein Obdachloser in eine Bäckerei und sagt so, ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen, sagt der Verkäufer, Sie müssen sich zwingen. Sehr gut. Der soll nicht in die Wertung. Das sage ich von vorne herein. Und in dem Moment auch falsch erwähnt, so die Satzwahl. Aber ich habe von vornherein, bitte nicht unter die Gürtellinie. Und ich möchte nur sagen, dass ich nicht der Einzige hier in diesem Raum bin, der ein bisschen hui ist. Gibt einen Witz, den kann man auch nur mit bösen Wörtern erzählen, den mache ich gleich. Aber, Herr Doktor, immer wenn ich vorm Spiegel stehe, kriege ich einen Ständer. Sie sehen ja aus wie eine Fotze. Hallo? Das sind aus Augsburg. Und ich mache mir Sorgen. Kai, der aus Untermenzing. Wie weit ist Untermenzing? Natürlich. Kommt der Mann vom Arzt, sie und er, alles okay? Ich muss gerade bei euch jemanden. Alles okay, aber ich kann nur noch 100 Mal. Sie, oh, da müssen wir eine Liste machen. Das habe ich schon gemacht, du stehst gar nicht drauf. Das wird knapp heute. Alex aus Görlitz, da weiß ich, das ist nicht 20 Kilometer. Da kommt der Herr Ballack her, richtig? Aus Görlitz. Hat man auf jeden Fall mal gehört. Ich habe heute meinen Joghurt fallen lassen. Der war nicht mehr haltbar. Das ist ein Gag für den Günni. Steffi Fernandes aus Garden. Boah, das ist auch so geil. Wo kommt aus Garden? Das ist auch geil. Wo ist das? Wolfsburg. Bei Wolfsburg? Wolfsburg. Würzburg.
Ich komme ja eigentlich auch, mein Vater ist, der ist hier, ist gar nicht weit. Aus Kiel, nein. Nein, er ist Franke. Ja, der ist bei Karlstadt heißt der Ort. Also Stetten eigentlich. Ja, habe ich Familienmitglieder hier, außer Monika, das weiß ich nicht. Noch andere Familienmitglieder, von denen ich nichts weiß. Weil ich bei Facebook immer lese, der war mit mir in einer Klasse, der hat denselben Bewährungshelfer. Das ist ganz, ja, das ist ganz interessant, echt. Ich kenne die alle gar nicht. Sag, erinnerst du dich nicht? Nein, schade. Ich will gar nichts von dir, aber können wir 18 Karten haben? Ich sag so, pass auf, ich gebe dir noch 14, da hast du ein ganzes Spiel. Der Wunderheiler ist in der Stadt. Die gesamte Stadt versammelt sich und er fragt, ob jemand da ist mit einem Gebrechen. Ein Mann mit Krücken meldet sich und gibt an, einen Gehfehler zu haben. Überraschend mit Krücken. Daraufhin soll er hinter den aufgestellten Planwagen gehen und warten. Ein zweiter Mann meldet sich. Ich habe ein... Sprachfehler, heißt das? Sprachfehler. Auch er soll hinter den Planwagen gehen. Dann sagt der Wunderheiler, Abracadabra Nummer 1, wirf deine Krücken über den Planwagen. Die Krücken fliegen. Nummer 2 sagt einen deutlichen Satz, Nummer 1 ist umgefallen. Hat Charme. Man kann ihn vielleicht besser erzählen. Jetzt kommt mein Favorit, der nicht gewinnen wird. Aber Christian Thienemann aus Fürstenfeldbruck. Bist du das? Ja? Das ist mein Favorit tatsächlich heute. Kommt eine Blondine in eine Bibliothek und sagt zu der Frau, die hier arbeitet. Ich hätte gerne eine Cola, einen Burger und Pommes. Die Bibliothekar... Die Frau sagt, da ist eine Bücherei. Die Blondine schaut nach links, nach rechts und sagt ganz leise, ich hätte gerne Cola. Weltklasse, Weltklasse. Man denkt jetzt so, oh, guck mal, der kann doch nicht aussprechen. Ich kann sagen, der Kaplanke Plapplakate an die Wand, da kann hier keiner. In dieser, probier zu Hause, der Kaplanke Plapplakate, kann gar keiner, gar keiner. Probier hier, pass auf, der Kaplanke Plapplakate an die Wand, probier. Ja, das war die Richtung. Könnt ihr zu Hause versuchen, das können wirklich nur ganz wenige. Mach mal, der Kaplanke, nein, ganz schnell, der Kaplanke Plapplakate, so, und dann hast du das. Ursula Pritz aus Bonn. Die Hauptstadt. Boah, ich muss, glaube ich, mein ganzes Programm mal umschreiben, wenn die Mauer fällt. Aber, und... Kommt ein Mann zur Tankstelle und stellt sich dem, guckt und pinkelt in den Tank. Das ist doch nicht normal. Nee, das ist super. Budde aus München. Gestern ist mein bester Freund Thomas mit meiner Frau abgehauen. Sag, wann ist Thomas denn dein bester Freund? Ja, seit gestern. Und nur um nochmal Klarheit zu schaffen, Kuppi aus Patteln. Bl? Was ist Patteln, Bl? Basel. Basel, ja. Das ist gut. Ich mag ja Österreich. Nur, wo
man darüber lacht. Zum Glück schläft meine Frau mit offenem Mund, sonst hätte ich gar keinen Sex. Das ist ja auch. Ja. Patelnbill. Das sind die Abiturienten, die wir heute haben. Ich mische dann nochmal durch. So, und jetzt gehen wir die alle durch. Ich werde am meisten Substantive, Hauptwörter, werde ich benutzen, um die Witze abzukürzen. Ihr applaudiert bitte am besten nur für den Witz, den ihr am geilsten findet. Für die anderen macht ein leichtes, damit ihr nicht denkt, er ist alleine hier. Ich nehme den ersten Witz. Jetzt den Applaus für... Mein Gott, direkt schon. Herr Doktor, immer wenn ich vorm Spiel stehe, kriege ich Ständer. Sie sehen aus wie eine Fotze. Ja, wir haben einen Sieger. Nein, aber er ist in Führung gegangen. Jetzt den Applaus, kommt man zur Tankstelle, pinkelt in seinem... das ist ja nicht normal, nee, das ist super. Schade, dicht dran. Gestern ist mein bester Freund mit meiner Thomas mit meiner Frau abgehauen. Seit wann ist Thomas dein bester Freund? Seit gestern. Da gehen wir mal ins Stechen. Ich habe heute Mittag einen Joghurt fallen lassen, der war nicht haltbar. Ich hoffe, ist einer besser heute noch. Komm, Obdachloser in die Bäckerei. Ich habe seit drei Tagen nicht gegessen. Sie müssen nicht zwingen. Oh, den können wir jetzt rausnehmen, Mann. Also, okay, also Mann vom Arzt. Ich kann nur noch 100 Mal. Dann müssen wir eine Liste machen. Ja, du stehst gar nicht drauf. Mein Gott, was tue ich? Holt mal einer bitte den Schmetterling, der soll auf einem landen. Boah, wie geil wäre das denn, wenn das jetzt so... Boah, der Schmetterlingflüsterer. Und Comedy konnte er auch. Blondine in der Bibliothek, ich hätte gerne Cola, Burger und Pommes. Wir sind in der Bücherei, ich hätte gerne Cola. Weiter gewinnt die! Nein, hört auf! Alle raus! Zum Glück schläft meine Frau mit offenem Mund, sonst hätte ich gar keinen Sex. Ja, hoffentlich haben da nur Männer geklatscht. Der Wunderheiler in der Stadt mit den Gebrechen Nummer 1 ist umgefallen. So, okay, dann haben wir Nummer 4 im Endkampf. Oder? Ne, den habe ich hier von Viagra, ne, Vivinia. Die WhatsApp-Gruppe. Kann mich jemand vom Bahnhof abholen? Ja, aber nur zu Fuß, der ist sehr schön. Der wird in meinem Karnevalsprogramm Beachtung finden. So, wir gehen jetzt nochmal die 4 durch. Bitte applaudiert wirklich nur für den, den am besten finden. Einmal nochmal für. Das sehen Sie, Sie sehen ja aus wie eine Fotze. Siehst du, wenn du den ersten Satz weglässt, ist es besser. Jetzt. Ich habe die Liste schon gemacht, du stehst nicht drauf. Besser. Jetzt der Joghurt, der war nicht mehr haltbar. Schade, seit wann ist Thomas ein bester Freund? Seit gestern. Alles klar, ich bin ein Typ. Deswegen sage ich so, Sie haben aber hier auch verdient gewonnen. Kai und Budde, ihr beide habt gewonnen. Kommt auf die Bühne, lasst euch huldigen. Ein Applaus für meine Nichte, Joey, die schon längst im Bett sein müsste. Die den Preis auf die Bühne gebracht hat. So, er weiß nicht wohin, andere wissen es gar nicht. Ist Budde überhaupt noch da? Du bist Budde? Das ist süß. Ja? Warte. Du bist dann Kai, richtig? Ja, genau. Ich tue die Brille. Ich wechsle die Brille hier. Welchen Witz hat es beim letzten Mal gehabt? Welcher war das noch? Gar nicht schlecht. Der war gar nicht so schlecht, ja. Also den Wo war das denn? Hier in München auch? Ja, klar.
Ja, genau. Ich weiß nicht. Das war bestimmt ja dieser, wo eine Frau in eine Boutique geht und sagt, kann ich das Kleid da im Schaufenster anprobieren, aber wir haben auch Kabinen. Ja? Hallo Bude. Ist das ein Spitzname oder der Nachname? Der Nachname. Geil. Wie heißt du mit Vornamen? Richtig. Ja, und es ist total geil. Heute, man sieht, ich habe manche kleine Aufbauten hier. Und zwar, ich habe mal, man hat über mich gemeckert, Markus, bring mal eine DVD raus. Jetzt habe ich eine gemacht und keiner kauft die. Aber, natürlich, ja. Keiner, jeder will CD hören. Nein, nein, ich habe es ja auch auf Betamax. Aber der Kollege von mir, der Maiskolben, hat von mir im Ostdeutscher, ich habe eine Tour durch Ostdeutscher gemacht, für Städte, durch Städte, die vier Buchstaben haben. Jena, Gera, Suhl, Erfurt, sowas. Und dann haben wir eine schwarz aufgenommene DVD. Und da, boah, das ist doch ein geiler Preis für die Leute, die Witz gewinnen. Alles klar, dann waren die alle weg. Haben gesagt, wir müssen eine neue machen. Dann kam er, dann war ich entführt. Also ich war nicht entführt, ich war da. Aber das ist diese, hier. Hockerorgane. So, und heute die, die wird irgendwo mal in 3 Monaten dann der erste Preis wieder. Dann komme ich wieder nach München, dann muss er wieder einen rein und du natürlich auch. Ja? So, aber ihr könnt euch jetzt eben mal beim Publikum bedanken. Ich mache schon mal eine Autogramm da rein. Vielen Dank euch. Besten Dank für die gute Wahl. Mir ist da wieder eingefallen. Also kommt ein Mann zum Arzt. Und da sagt der Arzt, oh, nach der Untersuchung sieht nicht schlecht aus, Sie haben nur noch 10. Was, 10? 10 Jahre? 10 Monate? Ja, 9. 8. Der war klasse erzählt. Der geht, man muss den so erzählen, Sie haben noch 10, 10 was, 9, so. Besser, da geht schneller. Ja, ist ja so, Sie haben noch 10, 10 was, 9. Nein, dadurch kann man mehrere Witze erzählen am Abend. Hilft einfach nur. Die ist jetzt unterschrieben, dadurch ist aber auch nichts mehr wert. Nur, glaub mir, von dieser DVD gibt es tatsächlich 100 auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, wie viele auf anderen, aber auf diesem Planeten. Also, ich hatte ja mal eine Kneipe auf dem Mond, aber keine Atmosphäre. Nein, auch, nein, Klassiker, muss man mal bringen. Digi, der das hier aufnimmt, der macht das richtig gut. Damals aus 3 Perspektiven, heute machst du das aus 5, richtig? Du bist so crazy. Ja? So, aber ihr habt schon mal die gewonnen. Und davon, wie gesagt, gib mir noch 3 Jahre, dann bin ich so, dann könnt ihr davon bei eBay richtig leben. Ja? Ja? Ich hoffe, ihr habt da wirklich Spaß dran. Ich sehe da dann in euren Gesichtern, ihr tickt gerade aus. Ja. Nein, aber wirklich, es ist eine ganz besondere Sache. Also ich wäre froh, wenn ich eine hätte. Herzlichen Glückwunsch. Mann. Viel Spaß dann. Sehr, sehr gerne. Ja? Tschüss, Bude und Kai. Das ist doch geil, wie so ein Comedy-Duo, ne? Ey, hier kommen Budde und Kai. Geil. Kai mit Nachnamen, ne Ahnung.